Ja, herzlich willkommen beim Stadtrundgang Völkisches Denken und seine mörderischen Folgen. Ja, völkisches Denken, was steckt da überhaupt hinter? Ist das nur ein anderer Ausdruck für gesteigerten Patriotismus, für etwas übersteigerte Vaterlandsliebe? Oder ist das eigentlich eine Ideologie, die zutiefst der Demokratie feindlich gegenübersteht? Völkisches Denken in der Nazizeit hatte eine klare Definition. Und zwar, so heißt es bei Wikipedia, völkisch transportiert in seiner Variante einen rassistischen Volksbegriff, der insbesondere auch Antisemitismus beinhaltet. Einen mörderischen Antisemitismus, wie wir aus der Geschichte wissen. Und wie ist das heute? Völkischer Nationalismus, diese Ideologie gibt es auch heute noch. Und sie geht davon aus, dass es Völker oder Volksgruppen gibt, die sich sozusagen ethnisch, biologisch oder ethnisch, kulturell bestimmen lassen. Also ethnisch, biologisch, das wäre der rassistische Gedanke der Nazis. Ethnisch, kulturell ist halt die moderne Fassung des völkischen Denkens, läuft aber im Prinzip auch auf ein rassistisches Denken hinaus. Und dann gibt es zwischen diesen Völkern, die scheinbar ja für sich alle nebeneinander stehen, trotzdem Hierarchien in diesem völkisch-nationalistischen Denken. Was hat das mit heute zu tun? Björn Höcke schreibt in seinem Buch Nie zweimal in demselben Fluss, dass es einen Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch gebe. Er greift damit eine zentrale Verschwörungstheorie der neuen Rechten um Götz Kubitschek und die identitären Bewegung auf, die immer wieder die Regierung vorwirft, gezielt Flüchtlinge nach Europa zu holen, um so einen Bevölkerungsaustausch zu erreichen. Als zentrales Ziel seiner Partei fordert Höcke eine Säuberung Deutschlands von kulturfremden Menschen. Gemeint sind vor allem Menschen aus Afrika und Asien. Er vertritt also diese zweite Variante des völkischen Nationalismus, vor allem, aber der eben trotzdem als rassistisch klar und deutlich zu bezeichnen ist. Und welche Folgen das in der Nazizeit hat, deshalb stehen wir jetzt hier. Nämlich hier liegen die Stolpersteine für die Geschwister Clemens, Alfons, Luise, Veil. Drei Geschwister, insgesamt waren sie 9 Kinder und sie gehörten der Gruppe der Sinti und Roma an. Also diese drei waren Kinder und trotzdem wurden sie von den Nazis 1940 deportiert, zuerst in ein Sammellager nach Köln-Deutz. Von dort wurden die Kinder teilweise in Heime gebracht, später dann in Konzentrationslager eben im Osten abtransportiert, wo die drei plus ihr Bruder Willi, der in Trevest einen Stolperstein hat, ermordet wurden. Alfons Veil ist 16 Jahre alt, Luise Udine Veil ist 13 Jahre alt und Clemens Veil ist 19 Jahre alt, als sie 1943 in Auschwitz ermordet wurden. Kinder, die ermordet wurden, weil sie dem rassistischen Denken der Nazis nicht entsprachen. Sie gehörten nach diesem Nazi-Denken eben nicht zur deutschen Volksgemeinschaft, obwohl sie seit Jahrhunderten wahrscheinlich in Deutschland hier gelebt haben. Ja, neben diesen vier Geschwistern Veil kamen aus Trier Nikolaus Groß, Josef Kreuzer, Maria Todorowitsch, Gottlieb Walter und Sigmund Weiß, die alle dieser Volksgruppe der Sintis angehörten. In Konzentrationslagern wurden sie von Nazis ermordet. Und ganz viele dieser Volksgruppe hat eben auch in diesem Viertel hier, in dem Tufa-Viertel gelebt. Das werden wir gleich noch sehen. Ja, hier haben wir einen weiteren Stolperstein für Gertrud Leister. Gertrud Leister war keine Jüdin, war keine Sinti, war keine politisch Aktive, sondern Gertrud Leister gehörte zu den sozial Ausgegrenzten. Sie lebte am Rande der Gesellschaft, teilweise sogar in der Obdachlosensiedlung in Euren, arbeitete dann hier in der Wechselstraße 8 als Kindermädchen, bekommt 1925 selbst ein Kind, heiratet 1930 Peter Leister. Ja, und lebt dann später in der Barackensiedlung, wie gesagt, in Euren. Am 30.05.1942 wird Gertrud Leister in das KZ Ravensbrück deportiert. Als Häftlingsgrund wird von den Nazis asozial angegeben. Asoziale gehörten, oder sozial Ausgegrenzte, um nicht den Nazi-Ausdruck zu benutzen, gehörten nach Meinung der Nazis eben auch nicht zu dieser völkischen Volksgemeinschaft. Sie waren außerhalb, sie waren Artfremde, sie waren Volksschädlinge, nach Meinung der Nazis. Gertrud Leister
stirbt eben im Konzentrationslager Ravensbrück am 13.11.1943 im Alter von nur 39 Jahren. Sie gehört auch nicht dazu. Sie wurde ausgegrenzt und ermordet. Wie so viele andere, die nach Meinung der Nazis zu dieser Volksgemeinschaft nicht dazugehören sollten. Und dazu gibt es eben sehr viele andere, die eben auch hier in diesem Viertel wohnten. Am Ende dieser Straße ein weiterer Stolperstein. Da oben an der Weberbach ein weiterer Stolperstein. Alles Stolpersteine für Menschen, die hier im Schuferviertel, einem ehemaligen Arbeiterviertel, arme Leuteviertel gewohnt haben und von den Nazis eben als nicht zum Volksgemeinschaft gehörend betrachtet wurden. Und das, die gesetzliche Grundlage für diese Ausgrenzung war das sogenannte Grunderlass zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung von 1937 oder war eben vorbeugehaft in den Konzentrationslagern vorgesehen für asoziale, Obdachlose, Wanderarbeiter, selbstverschuldete Fürsorgeempfänger, Bettler, Landstreicher, kinderreiche Familien aus den sozialen Unterschichten, Familien aus Quartieren in den Stadträndern und so weiter und so weiter. Arbeitsscheue, Alkoholiker, getarnt Schwachsinnige, wie die abwertend die Nazis dann manchen Menschen auch titulierten. All sie passten nicht in die Nazi-Volksgemeinschaft herein, wurden in Konzentrationslager deportiert. Und zwar beliebig, man hatte kein Recht darauf, vor Gericht dagegen zu klagen, sondern das bestimmte irgendein Verwaltungsbeamter auf einer Behörde und unterschrieb damit das Todesurteil für diese Menschen. Ja, hier haben wir den Stolperstein für Michael Weber. Er war Bauarbeiter, lebte in Trier und wurde Mitte Juni 1938 von der Kriminalpolizei verhaftet und am 21. Juni 1938 in das Konzentrationslager Sachsenhausen eingeliefert. In den Akten ist er als arbeitsscheu bezeichnet worden. Also, Gertrud Leister wurde eingeliefert, wahrscheinlich, weil sie obdachlos eine Zeit lang war. Er wurde eingeliefert, weil er als arbeitsscheu betrachtet wurde. Wahrscheinlich hat er, weil er kein Nazi war, war vielleicht auch ein bisschen gebummelt und wollte nicht für die Nazis arbeiten. Ja, das war Grund genug, ihn ins Konzentrationslager einzuliefern. Und dort starb er am 27. Mai 1940 im Alter von 34 Jahren. Auch ein Opfer des völkischen Ideologie der Nazis, die eben auch arbeitsscheu als kein Bestandteil der deutschen völkischen Volksgemeinschaft betrachteten. Ja, diese Stolpersteine erinnern an die Familie Hermann. Und zwar an das Ehepaar Irma Hermann und Jakob Hermann und ihre Kinder Bernhard Hermann, Erich und Robert Hermann. Der Vater betrieb hier einen gut gehenden Textilhandel und er gehörte der jüdischen Gruppe von Menschen in Trier an, die unter den Nazis zu leiden hatten. Auch die Juden wurden von den Nazis eben als außerhalb der Volksgemeinschaft betrachtet und alle kennen die Folgen davon. 6 Millionen Juden wurden in Europa von den Nazis ermordet und unter anderem eben auch die 5 aus der Familie Hermann. Wie gesagt, die lebten hier, flüchteten dann sogar nach Luxemburg, weil ihnen die Lage in Deutschland immer gefährlicher erschien. Aber als Luxemburg von den Nazis besetzt wurde, wurden sie eben dort auch von der Gestapo verhaftet und ins Konzentrationslager gebracht. Und 1941 wird die Familie Hermann mit dem ersten Deportationszug von Luxemburg am 16. Oktober in den Osten verschleppt. Vater Jakob Hermann wurde 14 Tage, nachdem der Zug in Luxemburg abgefahren war, im Ghetto Lodz ermordet, mit 55 Jahren. Ebenso sein jüngster Sohn Erich, 12 Jahre, Robert, 17 Jahre, starb am 7. November 1942, ebenfalls im Ghetto Lodz, und Bernhard mit 21 Jahren im Vernichtungslager Chelmno. Das Todesdatum der Mutter ist unbekannt. Auch sie sind Opfer des völkischen Denkens und der völkischen Ideologie der Nazis, die eben Juden nicht als Glaubensgemeinschaft betrachteten, sondern als eigene minderwertige, sogenannte minderwertige Rasse, die die Nazis deshalb vernichten wollten.
Auch sie sind ja das mörderische Opfer eben dieser Nazi-Ideologie. Und wenn heute Frauke Petry, ehemals AfD-Vorsitzender, davon spricht, dass völkisches Denken eben nicht antisemitisch, nicht rassistisch sei, so ist das eine totale Verkennung eben der historischen Zusammenhänge. Es war ganz klar in der Nazizeit ein mörderischer Antisemitismus und Rassismus. Weiter ist wichtig, wenn man heute sieht, wie eben antisemitisches Denken auch heute in der AfD immer noch lebendig ist, so äußerte der AfD-Vorsitzende in Würzburg, Herold Peters Hartmann, im Jahre 2020, Juden hätten in Deutschland wirtschaftlich und kulturell sehr viel Einfluss und das sei ein großes Problem, äußerte er in einem Interview mit Interessierten. Ja, er hat immer noch dieses Denken, Juden sind ein Problem und dieses Problem sozusagen müssen wir beseitigen. Er fordert zwar nicht, wie hier in der Nazizeit, dazu auf, direkt irgendwie ihnen Gewalt anzutun, aber er bezeichnet sie als Problem. Er bereitet sozusagen mit Worten das vor, was die Nazis später ausgeführt haben. Aus Worten werden Taten. Und das hat man ja gesehen, dann in Halle, wie der Attentäter von Halle eben, dass solche Sätze dann eben auch wirklich wortwörtlich nimmt und in Gewalt umsetzt, indem er diesen Angriff auf die Synagoge in Halle gestartet hat. Aus Worten werden Taten. Ja, hier halten wir an, weil hier der Stolperstein für Marianne Schönhofen liegt. Sie ist nur 16 Jahre alt geworden. Sie hatte als kleines Kind, als Zweijährige, Scharlach, dann Masern, Lungenentzündung und Keuchhusten. Und infolge davon haben sich bei ihr Krämpfe eingestellt und es kam zu einer verzögerten Entwicklung, würde man sagen. Heute Menschen, wo wir sagen würden, erhöhter Förderbedarf da ist, die gut gefördert werden müssen, damit sie sich in ihrem Leben entwickeln können. Für die Nazis war das Grund genug, sie eben auch als lebensunwertes Leben zu betrachten, die aus dem deutschen Volksgemeinschaft eben aussortiert werden mussten. Marianne Schönhofen wurde zuerst in eine Heil- und Pflegeanstalt eingeliefert, später dann nach Hadamar im Hessischen gebracht und dort ermordet. Mit 16 Jahren. Ja, wer hatte das zu verantworten, dass solche Menschen wie Marianne Schönhofen in Konzentrationslager oder vielmehr in Heilanstalten eingesperrt wurden, von wo sie nach Hadamar gebracht wurden und ermordet wurden? In Trier war das eben zum Beispiel ein Dr. Faas. Er war Arzt am Brüderkrankenhaus, sogenannter nannte man das damals Nervenarzt, und er residierte in dem Haus Venedig. Dort saß das Wohlfahrtsamt. Das Wohlfahrtsamt war dafür zuständig, eben zu bescheinigen, dass jemand in eine Heil- und Pflegeanstalt eingeliefert wurde, so wie eben Marianne Schönhofen. Und welche Ideologie dieser Dr. Faas vertrat, wird deutlich in einem Zitat aus einem Vortrag vor Juristen, den er gehalten hat, 1934 bereits, wo er eben davon spricht, dass Menschen wie Marianne Schönhofen aus der gesunden deutschen Volksgemeinschaft ausgesondert werden müssen. Also auch hier wieder die Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen, 1934 bereits hier, also geistig vorbereitet von ihm, die dann dazu führt, dass viele Jahre später sie eben in Hadamar ermordet wird. Und was hat das mit heute zu tun? Bei den Haushaltsberatungen für den Haushalt 2020 stellte die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag den Antrag, so Überschrift ihrer eigenen Drucksache 20-1407, Inhalt des Antrags, signifikante Einsparung im Bereich Prävention von sonderpädagogischer Förderung, inklusive Beschulung, Förderung kranker Schülerinnen und Schüler. Also die AfD will eine starke Kürzung der Mittel für kranke Kinder, für Kinder mit Förderbedarf. Kinder wie Marianne Schönhofen. Sie sollen ausgesondert werden, in gesonderten Einrichtungen untergebracht werden, nicht mit den anderen Kindern zusammen unterrichtet werden, weil sie gehören einfach, scheinbar immer noch nach AfD-Meinung, nicht zur deutschen Volksgemeinschaft und können aussortiert werden. Inklusives Denken dagegen sagt, sie gehören zu uns
Wir sind alle miteinander verbunden. Wir lernen zusammen, auch voneinander. Jeder hat was einzubringen und jeder hat Würde, egal wie beeinträchtigt er ist oder eben nicht oder nur ein wenig beeinträchtigt. Denn jeder von uns ist ja beeinträchtigt, denn keiner kann alles. Ja, wir gehen weiter zum Haus Venedig, um dort noch auf ein bisschen genauer auf diese Erbgesundheitsideologie einzugehen. Ja, die Einweisung in eine Heil- und Pflegeanstalt beruhte auf einem Gesetz. Und Dr. Faas handelte aufgrund dieses Gesetzes, wenn er solche Einweisungen vornahm. Und dieses Gesetz ist das sogenannte Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes vom 18. Oktober 1935. Und dieses Gesetz hat auch zu tun mit jemandem, der mal in Trier, in der Trierer Geschichte eine Rolle gespielt hat, allerdings erst später, nämlich 1949. 1949 hat sich Hans Globke als CDU-Oberbürgermeisterkandidat hier bewerben wollen. Er wurde allerdings verhindert, weil die SPD ihn ganz energisch abgelehnt hat. Warum hat die SPD ihn damals 1949 abgelehnt? Er saß im Reichsinnenministerium und war unter anderem zuständig für die Erarbeitung genau dieses Gesetzes zum Schutz der Erbgesundheit des deutschen Volkes von 1935. Aufgrund dieses Gesetzes sind tausende Menschen ermordet worden. Allein in Hadamar 14.500 Menschen dort ermordet worden. Hans Globke hat dieses Gesetz erarbeitet. Er hat auch den sogenannten Kommentar zu den Nürnberger Gesetzen erarbeitet. Die sogenannten Nürnberger Rassegesetze, womit genau definiert wurde, wer zur deutschen Rasse und damit zur deutschen Volksgemeinschaft gehört und wer nicht dazu gehört und damit ausgesondert werden sollte. Hans Globke war auch zuständig für andere Dinge, zum Beispiel den Ausweis für Juden, wo dann das dicke J eingedruckt war. Auch das hat Hans Globke zu verantworten. Also wer ein willfähriges Rädchen für die völkische Umsetzung der Nazi-Ideologie. Und wie gesagt, er hat es keine Skrupel, dann sich 1949 hier als Oberbürgermeisterkandidat zu präsentieren. Er ist allerdings auch gleichzeitig ein Beispiel für die Kontinuität von Verwaltungsjuristen dann in der Bundesrepublik Deutschland. Er wurde 1953 dann der entscheidende und wichtigste Berater von Konrad Adenauer und hat wirklich 10 Jahre lang die Politik der Bundesrepublik Deutschland als Berater von Adenauer entscheidend mitgeprägt. Immer wieder wurde daran Kritik geäußert, in Deutschland allerdings nur sehr verhalten, im Ausland allerdings sehr viel energischer. Globke wollte nach seiner Pensionierung 1963 in die Schweiz übersiedeln und sich dort ein schönes Rentnerdasein machen. Die Schweiz lehnte aber ab, ihm eine Einreise zu genehmigen. Er sei eine unerwünschte Person. Ja, hier der Stolperstein handelt von Ephraim Schraub. Ephraim Schraub wird in Polen geboren, so wie seine Frau auch. Er heiratet dort, kriegt 4 Kinder. Ihm geht es aber wirtschaftlich so schlecht, dass er nach Deutschland emigriert und sich hier in Trier ansiedelt. Er war Textilkaufmann und versuchte eben hier Fuß zu fassen. Heute würde man sagen, ja, ein Flüchtling, der nach Deutschland gekommen ist. Ende Oktober 1938 wird er schließlich von den Nazis aus Deutschland mit seinen beiden Töchtern vertrieben und kommt ins Arbeitslager nach Wonczyn in Polen. Sein Tod findet er im Konzentrationslager Majdanek. Von dort kommt die letzte Postkarte an seinen Sohn. Ephraim ist etwa 49 Jahre alt, als er ermordet wird. Menschen wie er, die von den Nazis aus Deutschland vertrieben, schließlich ermordet wurden, wird es, wenn es nach der AfD geht, demnächst immer mehr und mehr geben. Björn Höcke schreibt in seinem Buch von 2018, vor allem eine neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannungen auszuhalten haben. Also er geht davon aus, nach der Machtübernahme der AfD. Sie ist in den Interessen der biodeutschen Bevölkerung, er spricht von autochthonen Bevölkerung, verpflichtet und muss aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigenen moralischen Empfinden zuwiderlaufen. Neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein. Und bei dem wird man, so fürchte ich,
nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Das heißt, dass sich menschliche Härten und unschöne Szenen nicht immer vermeiden lassen. Auch hier gilt wieder, aus Worten werden Taten und man muss ernst nehmen, was er sagt. Er fordert dazu auf, im Prinzip nach der Machtübernahme der AfD systematisch Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Mit wohltemperierter Grausamkeit. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, was heißt wohltemperierte Grausamkeit und wann geht die wohltemperierte Grausamkeit in mörderische Grausamkeit eben über. Eine mörderische Grausamkeit, die Hunderttausende, Millionen Menschen in der Nazizeit zu spüren bekommen haben, die von den Nazis eben ermordet wurden. Völkisches Denken, um auf unsere Ausgangsfrage beim Stadtrundgang noch einmal zurückzukommen, ist deshalb eben nicht etwas gesteigerter Patriotismus oder Vaterlandsliebe. Völkisches Denken läuft dem demokratischen Staat grundlegend zuwider. Im demokratischen Staat hat jeder die gleiche Würde. Jeder hat auch die gleichen Rechte, zumindest mal auf jeden Fall, wenn er Staatsbürger ist. Aber die grundlegenden Menschenrechte stehen jedem Bürger zu. Nach völkischer Ideologie kommt es aber nicht darauf an, ob man Staatsbürger ist, sondern ob man zu dieser künstlich hergestellten Volksgemeinschaft gehört. Alle anderen werden ausgegrenzt und müssen die wohltemperierte Grausamkeit eines Björn Höcke zu spüren bekommen. Deshalb kann unser Motto nur heißen, entschiedener Kampf gegen dieses völkische Denken in unserer Gesellschaft. Und dieses völkische Denken versucht die AfD und andere neurechte Gruppen immer mehr in die Mitte der Gesellschaft hinein zu transportieren. Und ich glaube, vielen Menschen ist noch gar nicht klar, wie demokratiefeindlich und demokratiegefährdend dieses völkische Denken eben für unsere Gesellschaft ist.